Und seid damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty in einer neuen Folge. Heute würde ich anreizen, dass wir mal ein dass wir erstmal diese Wildsau jagen gehen. Moment. Diese zwei Wildsäue jagen gehen. Bleib hier. Nein, nicht die Fackel. So, Entschuldigung. Das muss leider sein. Wir brauchen Vorräte. So, lecker, lecker. Gibt erstmal einen schönen Wildschweinbraten nachher. Wo ist der andere? Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Ey, Digi, komm mal her. So, gestern hat... what the fuck? Seine Springsau. Ich weiß es ganz genau. Die sind gefährlich. So, komm mal her hier. Gummisäue hüpfen hier und dort und überall. Das sind die Gummisäue. So, du alte Sau, dann gehen wir mal kurz Zeug abladen noch. Wir müssen das Fleisch schon auch mal wieder brutzeln. Das Leder mal erstmal hier rein, das können wir später umlagern. Jetzt gehen wir erstmal... Ja, wohin gehen wir denn? Ich würde sagen, hier würde ich gerne erstmal gucken, was es mit dem Fragezeichen noch auf sich hat. Und dann gehen wir mal in dem Dorf nördlich davon. Und schauen mal, was die Leute dort für uns bereithalten. Ist hier eigentlich ein Weg? Nee, ne? Das sieht nur so aus hier. So, sind wir noch richtig? Ja, Pi mal Daumen, ungefähr die Richtung. Damit wir wieder ein paar neue Dynastiepunkte sammeln können, nachdem ich, war das letzte Folge oder vorletzte, ich weiß es gerade nicht mehr genau, erstmal 20 Punkte sinnvoll investiert habe, um einen Lerneffekt zu erzeugen. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Also wirklich. Wo führt eigentlich dieser Weg hier hin? Dieser Weg, das geht hier hoch. Es gibt so viele Wege, die einfach irgendwo hingehen. Ich weiß gar nicht, ob am Ende dieser Wege irgendetwas ist. So, irgendwo da drüben, da bei der Hütte oder so, haben wir anscheinend irgendwas. Edwin. Der gute Edwin steht hier immer auf dem Feld. Ist das der Alvin? Hä, wir waren doch erst bei Alvin. Oder hat der eine neue Quest? Die haben auch deutlich größere... Na gut, ist auch ein ganzes Dorf. Wollte gerade sagen, die haben deutlich größere Felder als wir. Alles in Ordnung mit dir. Was gibt es Neues, Alvin? Zustimmung 70%. Ich habe den Konflikt mit meiner Mutter Jargoni satt. Ihr Sohn Dalibor wird meine kleine Schwester Olga nicht alleine lassen. Okay. Ich verstehe, dass es für ihn nur ein Spiel ist. Schließlich habe ich in seinem Alter mit Dobromira, seiner älteren Schwester, gespielt. Ich war ein Ritter, mit einem Stock statt einem Schwert, aber ich habe ihre Ehre verteidigt. Wie es jeder Ritter tut. Es ist eh verehrenswert. Selbstverständlich mit dem Stock. Jedenfalls bist du ein Dummkopf. Wie bitte? Ich glaube, er braucht etwas, das ihn beschäftigt und von meiner Schwester fernhält. Ah, ich verstehe schon, worum es hier geht. Damit du auch etwas Frieden haben kannst. Was? Es wäre schön. Okay. Etwas, damit er sich fernhält. Naja, komm, dann geben wir ihm mal liefern bis da ein Stock. Wie soll ein Stock liefern? Ah, ich verstehe. Die Anspielung mit dem Schwert. Okay, komm, hier Birkenzweige. Dann sollen wir das wahrscheinlich hier rüberbringen, nehme ich mal an. Dalibor. Na, mein Kleiner, es wird Zeit, dass du ein Ritter wirst. Komm mal her hier. Hallo. Hi, du bist Dalibor, richtig? Und du siehst sehr stark für dein Alter aus. Hast du jemals daran gedacht, ein Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Ja. Nein, aber ich weiß eine ganze Menge über sie. Hast du gehört, dass sie alle schon in deinem Alter angefangen haben zu lernen, wie man mit einem Holzschwert kämpft? Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen, Nicht-Ritter? Nicht-Ritter. Zufällig habe ich eins bei mir und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Ich fühle mich geehrt. Es mag unscheinbar aussehen, aber es ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen solch aufstrebenden Ritter wie dich. Gib einen Stock. Er sieht eigentlich wie ein normaler Stock aus. Ich bitte dich, um deine Gegner zu überraschen. Und weißt du, was Ritter noch so tun, außer Schlachten zu schlagen?
Sie reiten Pferde? Nein, sie halten die Fresse. Entschuldigung. Auch das, aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass ihnen kein Schaden zugefügt wird. Wirklich? Das klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Also gut, danke für das Schwert, Nichtritter. Jetzt werde ich die Damen und Kinder verteidigen. Gern geschehen, junger Herr, gern geschehen. Schon wieder keine Dynastiepunkte. Was soll denn das? Ich will mehr Dynastie. Achso, vielleicht müssen wir mit dem Typen da oben noch reden. Quest aktualisiert. Ah, okay, aktualisiert. Nicht abgeschlossen, sondern aktualisiert. Ey, Hackenpeter, hier, komm mal her. Du siehst irgendwie ungesund aus mit dem, was du da machst. Ich habe dein Problem mit Dalibor gelöst. Ja, was, Fladenbrot? Ich wollte eigentlich... Naja, gut. Ja, ich sah ihn mit einem Stock durch das Dorf laufen. Wann hast du ihn gesehen? Ich habe ihm den vor wenigen Sekunden gegeben. Naja, du musst eine erstaunliche Überzeugungskraft haben. Der junge Mann hört auf niemanden. Naja, komm, ich meine, wenn man ihm ein Schwert in die Hand drückt, also einen Stock, dann das ist halt ein fürwahr überzeugendes Argument. Du hast mich mit dieser Stock- und Rittergeschichte auf eine Idee gebracht. Ich hielt dieses Brot von Dobromira als Entschuldigung für das Verhalten, ich erhielt übrigens, für das Verhalten ihres Bruders, aber ich denke, du hast es dir verdient. Hier, nimm es. Nom nom nom. Vielen Dank, Prozentmail unterstrich to mail Prozent. Okay, da haben sie was nicht übersetzt. Kein Problem. Manchmal gibt sie mir Sachen aus der Taverne ihrer Mutter. Was? Das klingt so, als ob sie es einfach entwendet. Oh, ihr steht euch nahe? Nein, ich weiß nicht. Also gut, bis bald. Wir lassen ihn mal. Quest aktualisiert. Alvins Geschichte 2. Warte auf den nächsten Sommer. Okay, dann kriegen wir wahrscheinlich danach erst Dynastiepunkte. Ich bin ein bisschen geil auf Dynastiepunkte, ich weiß. Aber wir brauchen die halt. Wir müssen ja ausbauen und alles, ne? Wir brauchen diese Punkte. So, dann gehen wir mal rüber ins Nachbardorf. Da sind wir jetzt dann auch zum ersten Mal. Keine Ahnung, was uns da erwartet oder wie die Leute sind. Warte mal, wir müssen... Ah, hier ist glaube ich auch schon eine Brücke, ne? Hier vorne direkt, das wäre ja praktisch. Natürlich, perfekt. Da müssen wir nicht bis ganz da nach hinten latschen. Und da drüben ist schon das Dorf, wo wir hin müssen. Mal gucken. Hier ist auch noch Schilf. Das ist doch wieder das Schilf, wo wir mal abgebaut haben, ne? So, wir sind überall Wegeriche und 3 Millionen Pilze. Hier wachsen mehr Pilze als alt andere. Wie auf meinen Füßen. Was? So, hier gibt's gerade nichts. Ich würde gern selber solche Brücken bauen übrigens. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wahrscheinlich mindestens mal geplant ist. Warte mal, ein Sekündchen, ganz kurz. Ah, so, okay. Was ist das da? Ah, Pilze. Ich habe eben gerade irgendwas gehört. Irgend so ein... Keine Ahnung, was es war. Ich würde immer noch gern Tiere sehen mit dieser krassen X-Ray-Sicht hier. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass wir das vergönnt bekommen. Obwohl es ja eigentlich mehr Sinn machen würde, Tiere irgendwie, naja, zu erlauschen, als irgendwie Pflanzen oder so, ne? So, da hinten haben wir gleich 2 Quests. Milena. Achso, ja, stimmt, wir können mit den Leuten auch reden. Das sollte ich mal öfters machen, ne? Das bringt ja auch Punkte. Milena. Hey, hast du einen Moment Zeit? Entschuldigung, meine Mutter hat mir gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Das habt ihr doch voll von Skyrim geklaut. Naja, gut. Ach, die ist 15. Die ist überhaupt nicht aus, die 15. Funnyboar. Na, bist du hier der Schreiner? Zeig mir deine Ware. So, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, Zustimmung, gleich 12. Alter Schwede, nice. Das Erschaffen ist meine Leidenschaft. Ich liebe meine Arbeit. Andere sollten sich ein Beispiel an mir nehmen. Ja, bestimmt. Hast du noch mehr Zeit? Können wir das nochmal sagen? Nochmal? Ja, geil. Ich komme gerade von der Feldarbeit zurück. Harter Job. Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Oh. Sehe ich so aus, als würde ich mich mit Schlamm bedecken und mit Tieren schlafen? Das... Also den zweiten Punkt, da möchte ich ehrlich gesagt mit dir nicht drüber reden. In deinem Alter kann es ja natürlich durchaus schon sein, in diesen harten Zeiten, dass du dich nach einem Partner sehnst. Okay, so, er möchte mit uns nicht reden. Zeig mir deine Ware, Knüppel.
Ja, das siehst du, kaum reden da davon. Mit Tieren schlafen hat er hier gleich einen Knüppel im Inventar. Bah. Steinhacke, Steinaxt. Das können wir auch wunderbar selber herstellen. Ist also, glaube ich, nichts wirklich Interessantes hier. Dann schauen wir weiter. Ida. Okay, zwei Quests haben wir hier. Die Quests machen wir gleich. Das sind Leute, die wir mitnehmen können. Was ist denn mit dir hier, sag mal? Midard, erzähl doch mal. Hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Schönes Wetter haben wir, findest du nicht? Ja. Ja, es ist ziemlich warm. Das gefällt mir. Hast du noch einen Moment Zeit? Jagd, weiß ich nicht. Quatsch ich mal nicht drauf ein. Wir quatschen auf den Adligen an. Mit. Ja, das habe ich. Ich wünschte, ich hätte solche Gewänder anstatt dieser schmutzigen alten Lumpen. Ja gut, das kennen wir schon. Hast du noch mehr Zeit? Nee, ist da natürlich keine Zeit mehr. Okay. Würdest du bitte, entschuldige, könntest du ein Stück zur Seite gehen? Toll, hat sich voll gelohnt. Okay, die können wir mitnehmen. Rosalinda. Den Namen haben wir doch schon mal gehört. Gardomir, komm mal her. Hast du einen Moment Zeit? Ja, das ist voll cool. Bist du, Jagd, Feldarbeit, harter Job? Ja. Dann bist du es wohl gewohnt, mit Schlamm bedeckt zu sein. Ja, bin ich. Hast du noch mehr Zeit? Was für ein Tag. Ich habe fast ununterbrochen gearbeitet, aber ich weiß, dass sich meine harte Arbeit auszahlen wird. Du weißt ja, was man sagt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gucken wir mal, darauf einsteigt. Ja, plus null, nice. Es ist gut, hart zu arbeiten, aber man sollte sich nicht überanstrengen. Er hat noch mehr Zeit. Klatsch und Tratsch. Sag mal an. Minus 5. Scheiße. Ich finde, du solltest deine Nase nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Ja, okay, ist ja gut. So, du hast eine Quest. Sag mal an. Hallo. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Wir machen erstmal hier einen Moment Zeit. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich bin dir sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Ja, das beantwortet meine Frage aber nicht. Hast du, das machen wir mal nicht, mit der Jagd vielleicht nochmal. Tut mir leid, ich weiß nicht viel darüber. Oh, aber was würde ich tun, um etwas Wild zu bekommen? So lecker. Frisches Wildschwein. Oh, Entschuldigung, worüber sprachen wir gerade? Kann ich dir bei etwas helfen, wenn du da schon so gemütlich sitzt und total so aussiehst, als ob du irgendwie gerade Hilfe nötig hättest? Hilfe, ich habe ein Loch im Dach. Ich werde dir geben, was du brauchst. Was braucht er denn? Loch im Dach. Vielleicht hat er auch ein Loch im Kopf. Journale. Loch im Dach. Drei Rundholz. Ja, komm. Was ist denn bei ihm los, Alter? Ah, ich weiß, das ist der Crazy Frog. Ich verstehe. Ah, Moment, ich muss da vor den Screenshot machen. Was ist denn mit ihm los, Alter? Bing, bing. Was ist kaputt bei ihm, Alter? Ich glaube, er möchte auch da sitzen. Das juckt ihn aber einfach gar nicht. Oder er will ihm auf den Kopf kacken. Das kann natürlich auch sein. Okay, wir gehen mal wieder weg. So, haben wir hier noch weitere Questgeber? Da war doch irgendwo noch einer, der ist gerade verschwunden. Du sag mal, du siehst total so aus, als ob du einen Moment Zeit hättest gerade. 18, Alter, der sieht aus wie 40. Das ist doch nicht 18. Naja, gut. Er hat Zeit. Schönes Wetter. Ich mag die Brise und die bunten Blätter. Hast du noch mehr Zeit? Adliger, was für ein Tag. Ja, was für ein Tag, ne? Plus null. Es ist gut, hart zu arbeiten, aber man sollte sich nicht zu überanstrengen. So, wir können nochmal hier Wetter. Wie ist es dir denn in letzter Zeit ergangen, sag mal? Mir geht es gut. Was ist mit dir? Ja, ich habe gerade den Crazy Frog gesehen. Das ist abgefahren, ne? Der Adlige, da wurde er bestimmt stinkig. Ja, das... Das Aussehen ist nicht alles, weißt du? Das sagt er sich jeden Morgen, wenn er ins Spiegel guckt. Edyta. So, 52. Gut, die sieht auch ein bisschen... Vom Gesicht her sieht sie nicht aus wie 52, aber naja, gut. Irgendwie... Ich möchte etwas sagen, schöne Frau. Ich bin Aragorn, der Gärtner. Im Neuroliga. So, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Oh.
Es ist hart und schmutzig, aber ich stehe drauf. Entschuldigung. Ich wünschte, ich könnte an einem gemütlichen Ort wie die Näherei arbeiten. Ja, vielleicht könnten wir das ja arrangieren, aber du möchtest ja nicht mit uns reden. Wir lassen sie mal lieber. So, der alte Falibor, der alte Failbor da unten, den lassen wir auch mal. Was ist denn mit dir, schöne Frau, hm? Hallo? Ich möchte dir etwas sagen. Hast du einen Moment Zeit? Sicher. Jagd ist, glaube ich, vielleicht nicht das richtige Thema. Was für ein Tag, bla bla. Ich glaube, ja doch. Es ist gut, Träume zu haben und hart für sie zu arbeiten. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Entschuldigung, aber ich bin verheiratet. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wo ist denn Ihr Mann? Ich möchte ihm gerne was sagen. Okay. Oh, Hühner. 1000, die sind sogar gar nicht mehr so teuer. Hier ist ein Hühnerspawner. Den muss Gronkh dahin gepackt haben. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Okay. Inga, sag mal an. Hast du einen Moment Zeit? Geht es dir gut? Es ist hart und schmutzig. Ja, das haben wir schon öfters gehört. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Entschuldigung, ich kenne dich nicht gut genug. Ja, Mann, so wird das doch nie was. Okay, wo ist denn der andere oder die andere Quest? Hä, sind die beide da? So, du bist mal Wiener. Mal eine Wiener, schmeckt auch ganz gut. Rosalinda, warst du nicht die? Kann ich dir was helfen, genau. Hast du einen Moment Zeit erstmal natürlich. Schönes Wetter, ne? Ja, ist schönes Wetter, bunte Brise, tralala und weiß ich nicht was. Hast du noch einen Moment Zeit? Erzähl mal über die Jagd hier. Oh, du musst noch eine Menge lernen. Vielleicht kann ich dich eines Tages unterrichten mit meinem krassen Bogen. Es ist immer schön zu sehen, wie die Leute diesen noblen Zeitvertreib aufgreifen. Das ist ja interessant. Wir haben ununterbrochen gearbeitet. Das findet sie auch. Hast du noch einen Moment Zeit? Wir haben schönes Wetter, immer noch, ne? Nochmal plus 5. Okay, jetzt hat sie keinen Moment Zeit mehr. Können wir dir bei etwas helfen? Verehrter Herr, kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein? Ich versprach, ein paar Hosen für die Einheimischen zu entwerfen, aber mir gingen die Zutaten aus. Ich werde dich natürlich belohnen. Sicher, warum nicht? Ich habe etwas freie Zeit. Ja, die haben wir wohl. Ja, nice. Okay. Mal gucken, was braucht sie denn? Wir haben übrigens einen Fähigkeitenpunkt. Alte Lumpen. 9 Leder. Verdammt, wir hätten Leder mitnehmen sollen. Vielleicht finden wir ein paar Wildschweine hier. Ich möchte etwas sagen, schöne Frau. Entschuldigung, ich bin verheiratet. Warum seid ihr denn alle verheiratet? Okay, der gute Failbor da unten. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gemacht. Fähigkeiten. Da. Was? Wo kommt denn der auf einmal her? Diplomatie? Der war in der letzten Folge aber noch nicht da, ne? Das, okay. Plus 1 mehr Fertigkeitspunkte durch diplomatische Aktivitäten. Das ist ja viel noch in Arbeit. 20% Erhöhung des Rufs der Dynastie durch Herausforderungen. Das gefällt mir sehr gut. 10% mehr Gunst durch Gewinne die Herzen-Quests. Eigentlich möchte ich das hier machen. Ich weiß nicht, ob das noch, ob das schon funktioniert, aber ich mach's einfach mal. Gauner haben wir jetzt noch. Geschenke machen, okay. Vielkäufer, 5% niedrige Einkaufspreise, das brauchen wir. Steueroptimierung, geringere Steuern, sympathisch, plus 5, größeres Fundament alt, okay. Sag meinen Namen. 20% Rufsteigerung der Dynastie durch Quest, das brauchen wir auch. Guter Gastgeber, plus 5% verbesserte Stimmung für jeden Einwohner, das gefällt mir auch sehr gut. Verkäufer, 5% höhere Verkaufspreise, gefällt mir auch sehr gut. So viel, das ist mein Zweig, das war mein Zweig. Okay. So, da oben haben wir noch den Kollegen mit den Wölfen. Weißt du was, wir gehen jetzt da einfach mal hin. Und gucken mal, wir haben ja ein paar Speere dabei. Oh, wir müssen dringend was essen, sehe ich gerade. Und trinken. Wir haben noch hier ein bisschen Snaggy Snack Snack dabei. Hier so ein leckeres Fladenbrot, was wir bekommen haben. Dann hier noch ein bisschen Fleisch oben drauf. Und dann schlürfen wir nochmal kurz hier aus dem See. Holen uns noch ein paar Bakterien und Viren und weiß ich was nicht alles. Direkt frisch vom See. Ah, schön mit Salz. Ja gut, hier wahrscheinlich eher nicht. So, warte mal. Da ist noch das, also das sind die beiden Fragezeichen, die beiden Quests, die wir gerade bekommen haben. Da oben rechts, also wir müssen nördlich aus dem Dorf raus oder nordwestlich aus dem Dorf raus.
Na, wobei, ja doch, nordwestlich aus dem Dorf raus und dann rüber Richtung ins Östliche. Da kriegen wir doch hin. Wie viele Speere haben wir denn? Oh, das sind nicht so viele. Ich bin mir nicht sicher, ob die reichen. Vielleicht sollten wir nochmal schnell ein bisschen Rundholz klatschen. Ach, warte mal, Rundholz wollten wir doch eh holen. Für den alten Kollegen hier dürfen wir eigentlich... Hallo? Warum hast du hier einen Zaun? Finde ich nicht in Ordnung. Ich möchte da rüber. Ich jage deine Hühner mit der Axt. Dürfen wir eure Bäume fällen? Das ist okay. Wenn ich hier mal spontan so ein bisschen... Geht das? Ich meine, ihr braucht die ja nicht mehr, ne? Die sehen nicht so aus, als ob ihr die noch brauchen würdet. Ich räume hier einfach mal ein bisschen euren Vorgarten auf. Und töte eure Hühner dabei. So, das ist sicherlich okay, ne? So. Zack, zack. Huch. Dann nehmen wir hier schon mal ein bisschen Rundholz mit. Dann können wir die eine Quest schon mal abgeben. Welcher war denn das hier von denen? Das müsste er hier sein, ne? Mit seinem Dach. Du bist zurück. Ich habe, was du wolltest. Jawohl. Oh, Münzen haben wir sogar auch bekommen. Nice. Und Dynastiepunkte. Wunderbar. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen mehr Baum mit und machen uns noch mal ein paar... Hallo? Ein paar Dingens. Der Baum ist ganz schön fett, ne? Mal gucken, vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr raus. Dann machen wir noch ein paar Dingens hier, ne? Zeigen gerade hier Speere. Und dann geht's erstmal auf zu den Wölfen. Hallo? Ja, so fäll ich meine Bäume. Aua. Na, geht doch. Huch. So, eins. Ah, toll, die Fackel ist kaputt. Zwei, drei, vier. Vier haben wir rausgekriegt. Naja, gut, ich hätte ein bisschen mehr erwartet bei dem fetten Ding, aber gut. So, dann nehmen wir den hier auch noch mit. Und dann haben wir, denke ich mal, genügend Holz, um ein paar Speere zu machen. Weil sie kommen in ein random fremdes Dorf und räumen hier erstmal voll die Bäume weg. Weißt du, und dann kommt der Dorfälteste zu dir und hält dir nur seinen Greenpeace-Ausweis vor die Nase. So. Nein, hier, dann da Crafting und dann Speere. 9 Stück können wir maximal machen. Na komm, dann machen wir mal. Stellen wir mal Speere her. Wenn wir zu überladen sind, dann gehen wir halt, dann gehen wir nochmal kurz verkaufen. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Wir haben ja alles andere schon verkauft oder weggegeben oder irgendwie ins Lager gepackt. Sollten wir also gut durchkommen, denke ich. Und vielleicht, wenn wir die Wölfe erwischen, dann kriegen wir vielleicht sogar noch ein bisschen Leder raus und können hier den anderen Auftrag noch erledigen. Wie viel wollt ihr? 9, glaube ich, ne? 9 Leder war das, glaube ich. Das ist halt schon nicht wenig. Alte Lumpen. 9-mal Leder, ja, das ist ordentlich. Alvins Geschichte, warte auf den nächsten Sommer. Unigos Geschichte, stimmt, haben wir auch noch. Sprich mit Samba. Oh, das sollten wir mal machen, ne? Machen wir auf dem Rückweg. So, da oben müssen wir hin. Da würde ich sagen, ich marschiere hier mal ganz gemütlich. Warte mal, eine Sache muss ich noch machen, bevor ich es vergesse. Das ist so ein schöner Moment hier gerade. Leg mal deinen Kack da weg. Achso, den haben wir ja auch dabei, warte. Dann machen wir das so hier. Das sieht einfach so unglaublich gut aus. So, ich mache hier nochmal den. Schnell einen Screenshot heimlich gemacht. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich marschiere hier schon mal langsam ein bisschen los Richtung Wölfe. Und dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe, das Rudel ist nicht zu groß, weil dann können wir uns, glaube ich, gleich verabschieden. Aber ich speichere eh vorher, ne? Also, wenn es schief läuft, keine Sorge. Dann laden wir hier, wo wir ungefähr gerade sind. Und ja, Daumen drücken. Und natürlich auch den Daumen unter diesem Video. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Gerne auch einen Kommentar da lassen. Gerne auch den Channel abonnieren, wenn ihr mehr haben wollt. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.